Mein Name ist Christine Meyer. Christine, wir haben wieder einen Wahlaufruf verfasst für Martin Schulz und der SPD. Gibt es Gründe, die du einfach mal so spontan äußern könntest, warum du als Kulturschaffende, wie man das schön nennt, für die SPD eintrittst bei dieser entscheidenden Wahl? Es gibt tatsächlich Gründe. Ich bin, glaube ich, Kulturschaffende unter anderem, also ich bin Schauspielerin, weil ich gerne an Vision glaube. Ja. Und gerade in diesem Wahlkampf, ich habe einfach das wahnsinnige Bedürfnis, dass wir wieder visionärer werden, auf der einen Seite Vernunft walten lassen, aber wir haben eine gute, vernünftige Basis in Deutschland, meines Erachtens. Und wir können ein bisschen mal wieder anfangen, uns abzuheben und in die Vision zu gehen, weil tatsächlich, meines Erachtens, in 20 Jahren viele Jobs, die es heutzutage gibt, dann nicht mehr existieren. Das heißt, wir müssen visionär werden und sein, um überhaupt gesellschaftlich, wirtschaftlich weiterhin bestehen zu können. Ich glaube, nicht nur in deiner Branche. Ich wollte jetzt gerade das Stichwort Digitalisierung. Auch nicht in 20 Jahren. Genau. Ich wollte gerade Industrie 4.0 nennen und sage, wir brauchen Vision, wir brauchen ganz andere Bildungsangebote, um einfach bestehen zu können. Und darum, glaube ich, ist die Wahl, die Abwahl der CDU-Regierung, wenngleich auch natürlich im Moment noch eine große Koalition, und ein Ja zu Martin Schulz unabdingbar. Sehr gut. Zumal die IFA jetzt gerade auch beweist, was für Innovationen da auf uns zukommen, wie viele Arbeitsplätze ganz klar erkennbar wegrationalisiert werden. Richtig. Und deshalb ein Weiter-so ist, können wir es einfach nicht leisten. Nein, ein Weiter-so ist wahnsinnig bequem. Also das kann man sich schon leisten, wenn man eine Bequemlichkeit wählt. Aber das ist eine Sackgasse. Da geht's meines Erachtens nicht weiter. Und wir brauchen sogar schon in Kindergärten brauchen wir nicht die Förderung von Chinesisch mit Richtig. Englisch, sondern wir brauchen Spielinnovationen, wo die Kids Bock haben zu spielen und kreativ zu werden, um dann letztendlich eventuell in 15, 20 waren auch oder vielleicht sogar schon in 10 Jahren, wobei dann sind die Kinder, die heute in den Kindergarten gehen, noch ein bisschen zu klein dafür, aber wo dann einfach neue Jobs kreiert werden, weil, wie gesagt, wir werden viele nicht mehr haben. Also es wird ja eingeredet, dass die Wahlen längst entschieden seien und Frau Merkel sicher wiedergewählt würde. Ich glaube, wir beiden freuen uns auf den 24., weil wir behaupten, nichts ist erledigt und vor allen Dingen nichts ist entschieden. Das würde ich so unterschreiben. Ich bin grundsätzlich dieses Mal vorsichtig in meiner Euphorie, um es mal diplomatisch auszudrücken. Aber nein, ich glaube tatsächlich auch daran, dass viele Wähler so mündig sind, dass sie sagen, wir brauchen ein bisschen mehr als das, was wir haben. Richtig. Stabilität ist super, also keine Frage. Und wir brauchen Stabilität. Ja. Das ist total wichtig. In der europäischen Außenpolitik brauchen wir sie unbedingt. Ja. Womit übrigens auch bei Martin Schulz wiederum einer der besten Menschen, die ich kenne, an der Macht wären, wenn es um die europäische Politik geht. Er ist ja nun mal, also wenn jemand Europa kann, dann er. Aber es ist eben zu wenig und wir brauchen Vision und deswegen sage ich Ja zu Martin Schulz, Nein zu weiter so und deswegen hoffe ich auf den 24. Keine Müdigkeit, der Kampf geht weiter. Der Wahlkampf könnte man noch mal ein bisschen mehr loslegen. Ne? Also aber es liegt an uns. Wir erwarten ja nicht von den anderen immer alles, sondern... Nein. Wobei, es kommt immer darauf an, welche Möglichkeit hat man selber, Wahlkampf zu betreiben. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Richtig. Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Also ich finde es schon ganz wichtig, Position zu beziehen, was ich auch permanent tue. Ja, und Haltung bewahren. Aber ist das Wahlkampf? Ich glaube, Wahlkampf kommt tatsächlich ist ja eine ganz klar strukturierte Aktion von woanders. Das ist die große Überschrift Sagen wir, es ist Wahlkampf, aber es kann trotzdem noch mehr passieren, auch von unserer Seite. Danke.